Hallo, hier ist MovieSeekon. Es ist mal wieder Pickup-Zeit. Nach dem großen XXL Emergency Pickup von letztem August habe ich gesagt, ich warte lieber mal bis Ende September, bis ich ein nächstes Pickup-Video mache, das sich auch genug angesammelt hat. Grundsätzlich eine gute Idee. Jetzt hat sich aber tatsächlich so viel angesammelt, dass das in diesem Video doch sehr lang werden würde. Und im Grunde könnte ich nur jeden Film einmal kurz in die Kamera halten und weg damit. Ich möchte aber auch gerne ein bisschen was über die Filme erzählen. Deswegen habe ich mir überlegt, damit das hoffentlich angenehmer anzusehen ist, spalte ich dieses Pickup-Videos in zwei Teile. Heute kommt also Teil 1 von August und September. Da stelle ich 10 Titel vor, über die ich dann auch ein bisschen was erzählen kann. Und nächste Woche ein paar zukünftige Pickups befinden sich nämlich auch noch in der Post. Nächste Woche mache ich dann den Rest der Pickups in einem Teil 2. Ich hoffe, das ist okay. Wenn ihr des Geistes Kind seid, dass ihr lieber das Ganze in einem wahnsinnig langen Block hättet, lasst es mich wissen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das aufzuteilen macht Sinn, damit es nicht ganz so lang und angenehmer anzuschauen wird. Und jetzt fange ich aber auch an mit dem ersten Teil der Pickups für August und September 2020. Und wir beginnen auch gleich mit Film 1. Dieses ist ein Film, der objektiv gesehen quatschig und uninteressant aussieht, aber es nicht unbedingt völlig ist. Es geht nämlich um Pee-wee's Big Adventure, im Deutschen Pee-wee's Irre Abenteuer. Und ich bin kein so wahnsinniger Fan von Paul Rubens und seinem Pee-wee-Charakter, der ja in den 80er Jahren eine sehr populäre Kindersendung hatte in den USA, die ziemlich hochenergetisch war, ziemlich quatschig, ziemlich albern. Warum stelle ich mir diesen Film ins Regal? Es ist ganz einfach, wie manche vielleicht wissen werden, ist das tatsächlich das Regiedebüt von Tim Burton, der damals mit Paul Rubens zusammenarbeitete und zu seiner Kindersendung den ersten Kinofilm inszenierte. Das war, bevor Tim Burton berühmt wurde, mit Batman natürlich. Das war Tim Burtons erster Film als Regisseur. Er hatte davor schon Kurzfilme für Disney gedreht, die aber alle in den Archiven verschwanden und erst im Nachhinein als Bonusmaterial auf der Nightmare Before Christmas Blu-ray veröffentlicht worden sind. Pee-wee's Big Adventure war tatsächlich sein erster abendfüllender Spielfilm, mit dem er Regie geführt hat. Und obwohl er quatschig ist, wie auch der Hauptcharakter verdeutlicht und wie man ja auch schon am Cover ziemlich sieht, ist es tatsächlich so, dass in Pee-wee's Big Adventure schon ganz viele Stilmittel vorkommen, die Tim Burton später immer wieder verwenden sollte. Ob es die verzerrten Stop-Motion-Gesichter sind, die schrägen Effekte, die düsteren, knalligen und farbigen Sachen, wo sich also alle diese Stilmittel mischen, sind alle schon vorhanden. Und ja, also wenn man den Film jetzt für sich selbst stehend betrachtet und nicht als Teil des Oeuvres von Tim Burton, muss man schon sagen, okay, der Film ist quatschig, der Film ist albern. Aber er ist auch ein Stückchen Filmgeschichte und da ich ein Tim Burton-Regal habe, bei dem mir wirklich sein Regiedebüt noch fehlte, musste das irgendwann mal abgedatet werden. Warum habe ich mir diesen Film nicht schon viel früher angeschafft, wenn er doch in mein Tim Burton-Regal gehören sollte? Ist ganz einfach, man kriegt ihn nicht auf DVD. Jetzt habe ich aber Glück gehabt, und ich habe nach einigen Suchen diese DVD bekommen und das ist tatsächlich keine deutsche oder englische DVD. Das hier ist ein Frankreich-Import, der aber glücklicherweise, da ich des Französischen nicht so fürchterlich mächtig bin, eine englische Tonspur enthält. Und deswegen konnte ich ihn jetzt endlich mal in die Sammlung stellen. Und Pee-wee's Big Adventure schließt die letzte Lücke in meinem Tim Burton-Regal, die noch offen war. Also absolut notwendig. Und ich bin froh, dass ich jetzt endlich auch für nicht so großes Geld rangekommen bin. Das nächste, was ich hier vorstelle, ist eigentlich mehr ein Update. Und zwar ist das Blackadder von und mit Rowan Atkinson. Ich habe diese Serie, diese britische Comedy-Serie, die ich sehr gern mag, schon einmal in einem Video vorgestellt, in dem ich mich mit Britcoms beschäftigt habe, also mit Comedy-Serien aus Großbritannien. Und habe dort die Serie ein bisschen en detail vorgestellt. Das ist einer meiner ganz frühen Kanalvideos. Wer möchte, kann sich das natürlich gerne ansehen. Ich möchte hier nur das Nötigste sagen, denn Blackadder ist ein Charakter von Rowan Atkinson dargestellt, der durch verschiedene Zeitalter immer wieder versucht, für sich das Beste zu erreichen. Also die erste Staffel spielt im Mittelalter. Und dort möchte Blackadder, der ziemlich hoch am Hof steht, gerne die Königswürde innehaben oder anderweitig für sich ein wundervolles Leben schaffen, fällt damit natürlich böse auf die Nase. In der zweiten Staffel, wo wir hier auch das Bild sehen, befindet sich der Nachfahre des Ur-Blackadders
im elisabethanischen Zeitalter ist dort eine Hofschranze am König Elisabeth der Zwei, am Königshof von Elisabeth der Zweiten und versucht halt dort für sich das Beste rauszuholen. Die dritte Staffel spielt zu Zeiten des Prinzregenten Prinz George und dort, also im 17. bzw. 18. Jahrhundert, ist er jetzt kein Mitglied des Hofes mehr, sondern inzwischen ein Butler, sehr scharfzüngig, sehr schwarzhumorig, der halt dem tummen Prinzregenten zur Seite stehen muss und trotzdem irgendwie versucht, auf einen grünen Zweig zu kommen. Die vierte und letzte Staffel der Ur-Blackadder-Serie, die Rowan Atkinson in den 90ern veröffentlicht hat, spielt dann tatsächlich erstaunlicherweise für eine Comedy-Serie in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges. Und hier ist Captain Blackadder einfach nur ein Offizier, der gerne den Krieg hinter sich lassen und nach Hause möchte. Eigentlich die menschlichste aller Staffeln und auch die, die am melancholischsten vor allem gegen Ende daherkommt und wirklich auch ein paar ganz schöne Botschaften hat, die wirklich in Richtung Antikrieg auch gehen, trotzdem aber wahnsinnig lustig ist. Jetzt auf Blackadder einzugehen und aufzudröseln, würde ein extra Video erfordern, deswegen muss ich das hier kurz halten. Ich möchte nur sagen, dass diese Serie mir so lieb und teuer war und auch nur im englischen Original im Grunde genießbar ist, weil sie ist aufgrund des unglaublich gewehrfeuerartigen, pointierten Wortwitzes, den Rowan Atkinson und Ben Elton in ihre Drehbücher geschrieben haben, wirklich nur auf Englisch zu genießen. Und ich möchte die deutsche Synchro, generell bin ich ein großer Fan von gut synchronisierten Sachen, aber hier sollte man sich an das englische Original halten. Ich habe mich also nicht lumpen lassen und meinen ursprünglichen, ganz normalen Emery Case, den ich ursprünglich von der Serie besaß, abgedatet auf diese schöne Ultimate Edition genannte Sammlersbox, die nicht nur die Urserie enthält, sondern auch die verschiedenen Blackadder Specials, die in der Zeit noch rauskamen. Es gibt zum Beispiel ein wunderschönes und lustiges Blackadder Christmas Carol, das halt die Geschichte von Ebenezer Scrooge, die so populär von Charles Dickens geschrieben wurde, umdreht, in der Blackadder in seinem Schnurrbart-Shop als wundervoller, guter Mensch beginnt und zum Bösen bekehrt wird. Muss man einfach gesehen haben, um es zu glauben. Es ist wahnsinnig witzig. Und nicht nur das ist hier drauf. Es gibt Audiokommentare zu den einzelnen Folgen. Es gibt noch weitere Specials. Und natürlich fehlt auch nicht die große Abschlussepisode Blackadder Goes Forth, in dem ein in der Gegenwart lebender Nachfahre des Blackadder Clans eine Zeitmaschine erfindet und versucht, alles, was vorher passiert ist, zu ändern. Also groß und ganzen eine wirklich lustige und empfehlenswerte Serie, die hier in einer wundervollen Pappschuber-Verpackung daherkommt, die es auch in sich hat. Denn, und das finde ich ja immer sehr schön, wenn die CDs nicht immer gesammelt auf einer Spindel hocken, sondern, abgesehen davon, dass die Illustration sehr schön ist, hat jede Staffel bzw. jedes Special, jede Bonus-Discs ihre eigene kleine Seite. Und das ist natürlich wundervoll, denn so verkratzen die Discs nicht und es sieht natürlich auch wertig aus. Also, eine dicke Empfehlung, wer Blackadder mag oder das mal ausprobieren will, ich kann es nur empfehlen. Und diese Box hier ist definitiv, verdient ihren Namen Ultimate Edition. Und ich bin froh, dass ich sie abgedatet habe und jetzt in den Genuss von allem in einer Box kommen kann. Um es auf Plattdeutsch zu sagen, Sich zu me? Ja, also was soll ich sagen? Der nächste Film ist Hollow Man, Unsichtbare Gefahr. Das ist eine Neuauflage des unsichtbaren Themas, das ja nun in den 30ern in den Universal Monster Filmen schon verarbeitet wurde. Hier haben wir es aber zu tun mit einer Version von, ich meine, es war 2001, die Paul Verhoeven gedreht hat. Und wer Paul Verhoeven kennt, weiß, da geht ziemlich viszeral und brutal teilweise zur Sache. Die Effekte, wenn der Unsichtbare unsichtbar wird, sind ein bisschen ekelerregend. Also auf jeden Fall ist Kevin Bacon hier der Hauptdarsteller und der liefert auch eine schöne Performance ab, denn man könnte von einem anderen meiner Lieblingsfilme hier eine Parallele ziehen, nämlich zu Der Fliege. Denn in dem Maße, in dem der egoistische Wissenschaftler Sebastian Cain, boah, das ist auch so ein Name für ein Horror- oder Science-Fiction-Franchise, Sebastian Cain, unsichtbar wird, verändert sich auch sein Charakter. Der ohnehin schon egoistische und ich-bezogene Wissenschaftler verliert alle seine Hemmungen und durch seine Unsichtbarkeit kann er Dinge realisieren, die vorher nur in seiner dunklen Psyche schlummern. Und das tut er auch und wird damit zur Gefahr für alle seine Mitwissenschaftler. Und dieser Film ist tatsächlich sehr interessant. Gegen Ende driftet er leider ein bisschen ab in eine
Katz- und Maus-Revue, aber die Persönlichkeitsveränderung wird von Kevin Bacon, dem Hauptdarsteller, den man hier nicht sieht, wirklich schön dargestellt und er macht das gut. Seine Co-Stars, Josh Brolin, Elizabeth Shue, sind auch gut dabei und der Film ist, finde ich, in den ersten zwei Dritteln wirklich empfehlenswert. Für mich, wie gesagt, hat das Finale nicht so ganz funktioniert, weil ein bisschen platt und Krach-Wumm-mäßig, aber das tut dem nichts zur Sache. Der Film ist trotzdem insgesamt empfehlenswert aus meiner Sicht. Ich habe ihn tatsächlich nicht im Horrorregal, sondern im Science-Fiction-Regal eingeordnet, aufgrund der Thematik und wie sie hier umgesetzt wird. Hätte auch ins Horrorregal gepasst, aber pff, was soll's, meine Sammlung stellen halt hin, wo ich will. Und im Horrorregal hatte ich halt nicht mehr so viel Platz und im Science-Fiction-Regal war noch ein leeres Regalfach, also habe ich ihn dahin gestellt. Ja, was soll ich sagen? Hollow Man ist ein schönes Update dieses Themas und ich habe ihn vorher auf einer normalen DVD besessen, wie auch den zweiten Teil. Ich habe mir den zweiten Teil ehrlich gesagt noch gar nicht angesehen, den gab es nur halt in der DVD-Box dazu. Und der erste Teil war halt der, der mich interessierte und vielleicht hole ich den zweiten nochmal nach, aber den ersten wollte ich auf Blu-ray updaten, was ich jetzt, weil der jetzt auch runtergesetzt war, tatsächlich jetzt auch mal getan habe und ihn standesgemäß, wie gesagt, in mein Science-Fiction-Regal einordnen konnte. Dr. Snuggles fliegt zu den Sternen mit ihm. Okay, Movie Seeker singt, irgendwas ist falsch in der Welt. Den Rest dieses Liedes werde ich gnädigerweise meinen geschätzten Zuschauern ersparen, denn das war der Anfang des Titelsongs von Dr. Snuggles, den ich hier wegen Copyright Strike nicht einspielen kann und den ich jetzt auch nicht weiter singen werde, um es einfach meinen Zuschauern zu ersparen. Das hier ist aber nichtsdestoweniger eine Zeichentrickserie, die aus den 70ern, aus den späten 70ern stammt, die damals in der ARD lief und die ich als ganz kleiner Movie-Seeker auch gesehen habe. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es meine Lieblingszeichentrickserie unter der Sonne ist, aber sie hatte so ein paar Sachen, die mir als Kind wahnsinnig gefallen haben. Und zwar ist Dr. Snuggles ein gutherziger Erfinder, der in einem kleinen Haus mit Werkstatt lebt und der um sich herum alle möglichen interessanten Charaktere versammelt hat. Da ist einmal Mathilde Dosenfänger ihres Zeichens, eine Roboterhausdame, die aus Sardinenbüchsen zusammengesetzt ist. Wir haben hier auch auf dem Bild zu sehen Dennis, den sprechenden Dachs, der auch so ein bisschen die rechte Hand von Dr. Snuggles ist. Und es geht halt darum, dass er fantasievolle Erfindungen macht. Es geht darum, wie man wertschätzend und freundlich miteinander umgeht. Immer ein Thema, was mich persönlich bewegt und was in dieser Serie eigentlich auch schön verarbeitet ist. Und obwohl diese Sachen alle schön und sympathisch sind, kann man dieser Serie eine gewisse Biederkeit und eine gewisse Staubigkeit nicht absprechen, aber sie ist halt aus den 70ern. Trotzdem hat sie einen Platz in meinem nostalgischen Herzen und gehört auch deswegen in mein nicht minder nostalgisch aufgestelltes TV-Regal. Denn irgendwie ist sie noch sehr in Erinnerung geblieben und als ich nochmal wieder reinguckte, habe ich viele Sachen erkannt, die mich tatsächlich damals bewegt hatten und die ich dann wieder im Kopf hatte. Dr. Snuggles markiert außerdem auch mein erstes Zusammentreffen mit dem Thema des mehr oder weniger verrückten Wissenschaftlers, dass ich ja später in Zukunft so prominent mit Doc Brown zu seinem nostalgischen Zenit führen konnte. Aber Dr. Snuggles war ebenfalls schon einer dieser Charaktere und ich habe ja eine Schwäche für entweder verrückte Wissenschaftler oder weise Mentoren und dieser Charakter ist beides. Ja, und deswegen war es eigentlich keine Frage, das musste in mein TV-Regal. Diese komplette Serienbox, also so wahnsinnig lang war die Serie nicht, sie ist aber relativ, sie ist relativ kurz, aber sie ist, hat alles in ein Emery-Case gepasst. Im Großen und Ganzen ist es so, da liegt leider sogar eine lose DVD drin, also es ist jetzt nicht so die wertigste Verpackung aller Zeiten, aber was man sagen kann ist, das Ding kostete 7,97 Euro und dafür habe ich die Serie mitgenommen, um sie mir in mein Regal zu stellen, denn sie ist ja schon Teil meines nostalgischen Gedankenprozesses, Dr. Snuggles. Schon wieder Alice im Wunderland. Wer Movie Seeker kennt, der weiß, es sind immer mal wieder Stephen King-Filme in Pickups zu finden und auch Alice im Wunderland-Filme. Ich habe gesagt, in etwas fernerer Zukunft, wenn ich alle Versionen zusammen habe, auf die ich mein Auge geworfen habe, werde ich mal ein Alice im Wunderland-Video machen, wo ich wirklich verschiedene Verfilmungen mal miteinander vergleiche und darüber rede, weil Alice im Wunderland halt ein großes Steckenpferd von mir ist. Heute komme ich mit einer weiteren Version um die Ecke, die ich tatsächlich jetzt auch schon gesehen habe. Und zwar ist das Alice im Wunderland. Das ist eine BBC-Verfilmung, ist also eine Fernsehverfilmung. Das geht etwas über eine Stunde, so eine Stunde 10 Minuten. Ist, wie man hier auf diesem
nicht wirklich aussagekräftigen Bild sehen kann in Schwarz-Weiß und wurde inszeniert von Jonathan Miller. Besonders macht diese Fassung nicht nur, dass sie schwarz-weiß ist und sich an ein erwachseneres Publikum richtet. Diese Version ist meines Wissens auch die einzige, die ich kenne, die tatsächlich mit den farbigen Wunderland-Charakteren aufräumt, denn in dieser Verfilmung kommen keine Charaktere in Kostümen vor, die zum Beispiel als Hase, Hutmacher, Grinsekatze oder was weiß ich maskiert sind. Diese Version ist gedreht worden mit Wunderland-Charakteren, die von Schauspielern verkörpert werden, die einfach nur viktorianische Kleidung, Alltagskleidung tragen. Und das gibt tatsächlich der Sache einen anderen Drall. Die Intention des Regisseurs nach eigener Aussage war hier, das Ganze für Erwachsene gutierbarer zu machen und die satirischen, die damalige Gesellschaft spiegelnden Elemente stärker herauszustellen. Ist es dem Film gelungen? Dazu kann ich sagen, jein. Ja gut, also ich bin natürlich auch die Version gewöhnt, wo die Leute kostümiert auftreten. Es ist ein interessantes Experiment gewesen bei diesem Film. Ich finde, dadurch, dass man hier in normaler viktorianischer Kleidung agierende Leute hat, gewinnt das Ganze kurioserweise eigentlich mehr an Surrealität. Denn sie tun ja immer noch dieselben Sachen wie im Buch und sagen dieselben Sachen wie im Buch. Aber dadurch, dass das jetzt so anders inszeniert ist, gewinnt es tatsächlich an Surrealität und einer gewissen traumartigen Inszenierung auch. Und hat es mir gefallen? Es war interessant, sage ich mal. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es meine Lieblingsversion von Alice im Wunderland ist, aber es ist mal ein interessantes Experiment, mal diese ganzen Kostüme und dieses ganze Cartoon-mäßige, was ja in vielen Verfilmungen auch fröhliche Urstände gefeiert hat, tatsächlich mal wegzulassen und sich wirklich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ob das das Wesentliche ist oder ob die Gestaltung durch Kostüme und Spezialeffekte einfach an eine Wunderland-Verfilmung gehört, muss eigentlich jeder für sich entscheiden. Für mich war es ein interessantes Experiment, das tatsächlich für mich persönlich die Surrealität sogar noch erhöht hat, aber wie gesagt, nicht unbedingt meine Lieblingsversion, aber definitiv ein interessanter Eintrag in die Alice im Wunderland-Filmografie. Ich hatte ja gesagt, ich stelle 10 Titel vor. Das war ein kleines bisschen geflunkert, denn an ein oder zwei Stellen fasse ich auch mal 2 Titel zusammen. Das werde ich nächste Woche tun, das tue ich auch diese Woche. In diesem Fall ist es die Tatsache, dass ich mein Komödienregal abgedatet habe, endlich mal mit den gesammelten Werken des, und so möchte ich es auch absichtlich formulieren, großen deutschen Humoristen Loriot, alias Vico von Bülow, den man hier mit seiner Spießgesellin und kongenialen Partnerin Evelyn Hamann sieht, die ebenfalls in den Sketchen, Filmen und Werken von Loriot eine große Rolle einnimmt und das auch großartig macht. Ja, was soll man sagen? Loriot kennt eigentlich in Deutschland fast jeder. Leider ist er ja schon verstorben, aber seine Werke bleiben uns. Und ich hatte nichts von Loriot in meiner Sammlung. Als ich meine VHS-Sammlung noch hatte, hatte ich einiges von Loriot, was ich aus dem Fernsehen aufgezeichnet hatte. Aber mit dem Verlust bzw. mit dem Update meiner VHS-Sammlung auf Blu-ray und DVD bin ich auch meiner Loriot-Sachen verlustig gegangen, weil die Bänder auch einfach sehr alt waren. Und es war wirklich an der Zeit, meine Sammlung da wieder ein bisschen zu vervollständigen. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich das Ganze, weil das hier ja auch die vollständige TV-Edition von allen Loriot-Sachen ist und das hier die beiden Kinofilme, die er hat gedreht hat, ich habe überlegt, ob ich die Fernsehedition tatsächlich ins TV-Regal stellen soll. 2 Gründe haben mich dagegen entscheiden lassen. Der eine ist, mein TV-Regal platzt aus allen Läden und ich muss wirklich überlegen, was ich da noch reinstelle. Und die zweite Sache ist, dass ich den ganzen Loriot-Content auch gerne zusammen haben wollte. Deswegen ist er jetzt im Komödienregal gelandet, wo ja zum Beispiel auch schon solche Sachen von Otto oder Dieter Hallervorden stehen. Er ist da also ganz gut platziert, finde ich. So, ganz kurz zu den Editionen. Das hier sind die beiden Filme. Das ist nicht wahr besonders, das ist ein Pappschuber, das ist kein Emery Case, sondern eine aufklappbare Geschichte, das ist nett. Da sind die beiden Spielfilme, die Loriot gedreht hat, nämlich Ödi Pussy und Papa Ante Portas. Wer die noch nicht gesehen hat, Empfehlung, sind beide super und wie eigentlich so ziemlich alles von Loriot. Und hier haben wir die voluminöse, vollständige Fernsehedition. Also das sind tatsächlich alle Sachen, die Loriot jemals fürs Fernsehen, ob es nun WDR, ZDF, ARD oder was weiß ich, ist, produziert hat. Und diese Edition, finde ich, ist erstmal natürlich sehr schön aufgemacht, weil wir hier einen wirklich wertigen Pappschuber haben. Zum anderen finde ich es sehr schön, dass man hier ein Booklet hat, was einem ganz genau sagt, was auf welcher Disc ist und das tatsächlich auch noch ein paar weitere Informationen enthält über Loriot und sein Werk. Aber ich muss sagen, die wirkliche Qualität dieser Box ist nicht nur, dass alles enthalten ist. Ich finde auch toll, wie es enthalten ist. Ich habe ja schon gesagt,
Ich mag es, wenn jede DVD ihre eigene Seite hat. Das ist hier definitiv der Fall. Schön ist auch, und das muss ich sagen, finde ich, sollten mehrere Gesamtboxen so machen, dass auf der anderen Seite der jeweiligen Disc immer steht, was genau befindet sich auf dieser Disc und in diesem Fall sogar auf welchem Track. Das heißt also, man hat immer direkt die Übersicht, was auf der jeweiligen Disc vorhanden ist. Ob das nun die Cartoons sind, ob das die Fernsehsendungen sind, ob das Stars in der Manege in der Philharmonie, ob das irgendwelche Specials sind. Das ist hier alles aufgelistet, was sich auf der gegenüberliegenden DVD befindet. Und ich kann gar nicht oft genug sagen, wie großartig ich diese Aufteilung finde, sodass man immer den vollen Überblick hat, jede DVD für sich allein steht, nicht verkratzen kann. Das ist eine Edition, finde ich, da können sich viele andere vollständige Editionen eine Scheibe von abschneiden. Bin sehr glücklich, dass ich jetzt das Loriot-Gesamtwerk in meine Sammlung stellen kann. Und deswegen werden wir demnächst als Familie, denn Movieseeker Junior hat auch Gefallen an den Loriot-Sketchen gefunden, definitiv bei der nächsten T-Zeit und bei den nächsten T-Zeiten Loriots Werke auf unserem Fernseher verdientermaßen noch mal wieder aufnehmen lassen. Der nächste Film, den ich heute als Picker vorstellen möchte, ist James und der Riesenpfirsich, Stop-Motion-Animation, Regie Henry Selick. Ja, also Henry Selick ist ja nun kein Unbekannter. Das ist der Regisseur, der unter anderem für Tim Burton Nightmare Before Christmas und später nach diesem Film auch The Corpse Bride inszeniert hat. Ein Mann, der sich mit Stop-Motion bestens auskennt und der in diesem Film erstmalig vor der Situation stand, dass er nicht nur Stop-Motion-Elemente, sondern auch Realfilm-Elemente inszenieren musste. Denn der Anfang und das Ende des Films spielt quasi in der realen Welt mit realen Schauspielern. Ich muss sagen, von den drei Filmen, die ich prominent von Henry Selick in meiner Sammlung stehen habe, Nightmare Before Christmas, James und der Riesenpfirsich und The Corpse Bride, ist James und der Riesenpfirsich zugegeben der Film, der mir von den dreien am wenigsten gefällt, was aber für Henry Selick-Verhältnisse immer noch heißt, dass er mir eigentlich ziemlich gut gefällt, nur im Vergleich zu den anderen halt. Es geht um den weisen jungen James, der halt bei seinen zwei unangenehmen Tanten wohnt und sich dort wegträumt und eines Tages, und da schaltet der Film dann auch von Realfilm in Stop-Motion um, ein Pfirsich, den er zuvor weggeworfen hat, findet er auf dem Rasen liegend wieder. Er schrumpft innerhalb dieser Handlung und trifft dort auf freundliche Insekten, die in dem ausgehöhlten Pfirsich leben. Und mit ihnen zusammen fasst er den Plan, nach New York zu reisen. Der Pfirsich wird also sozusagen zu einem Haus und gleichzeitig Reisemittel, indem sie ihn nämlich zum Fliegen bringen. Und auf dieser Reise, wie sollte es anders sein, begegnen ihm interessante Hindernisse, interessante Charaktere und bis am Schluss dann hoffentlich alles zu einem guten Ende kommt. Der Film hat, wie Corpse Bride und Nightmare Before Christmas, auch mehrere Lieder. Die Qualität, hier muss man sagen, die Musik ist nicht von Danny Elfman. Und deswegen sind die Lieder in der Qualität für mich persönlich, ich rede jetzt natürlich nur von meiner Meinung, nicht ganz so schmissig und nicht ganz so ohrwurmartig wie bei Corpse Bride und Nightmare Before Christmas, aber natürlich immer noch interessant. An ein paar Stellen muss ich der Film den Vorwurf gefallen, dass das für meine Begriffe ein bisschen zu rührselig wird. Aber die Stop-Motion ist großartig gemacht worden und Henry Selick hat gerade die Stop-Motion-Teile super inszeniert. Man merkt aber, finde ich, gerade in den Realfilmszenen, dass er das nicht wirklich gewohnt ist. Und die Realfilmszenen kommen, finde ich, unnötig cartoonig und unnötig hektisch rüber. Nicht die stärksten Punkte des Films, aber wegen des Stop-Motion-Mittelteils lohnt er sich dennoch. Gehörte auch in meine Sammlung, finde ich. Und schön ist natürlich auch, dass es sogar einen kleinen Gastauftritt von Jack Skellington aus Night Before Christmas gibt in einer Szene. Ich möchte da nicht weiter spoilern, aber wer den Film noch nicht gesehen hat, er hat ein paar Kinken, aber er lohnt sich trotzdem. Und deswegen war es, finde ich, auch nötig, ihn auf Blu-ray mal abzudaten, da ich ihn auch vorher nur auf VHS besessen hatte und ihn auf Scheibe noch überhaupt nicht in meiner Sammlung hatte. Also, James und der Riesenpfirsich von Henry Selick. Ah, was hat mir Joe Dante schon für spaßige Momente und Filme beschert. Sei es Gremlins, sei es der nicht so bekannte, aber auch sehr schöne Matinee. Joe Dante hat schon interessante Filme gedreht. Einer von denen ist der im Englischen betitelte The Burbs, auf Deutsch Meine teuflischen Nachbarn, mit einem noch relativ jungen Tom Hanks in der Hauptrolle. Wir wissen ja, bevor seinem großen Ruhm war Tom Hanks hauptsächlich in Komödienfilmen unterwegs. Und das ist auch bei The Burbs so. The Burbs ist allerdings auch eine der Komödien, die sehr satirisch daherkommen, sehr schwarzhumorig daherkommen. Es geht halt darum, was machen unsere Nachbarn? Die sind uns verdächtig. Was ist mit denen los? Und überhaupt diese ganze
amerikanische Vorortidylle wird von Joe Dante auf wirklich schwarzhumorige und spaßige Weise dekonstruiert. Und ja, gerade nicht nur Tom Hanks, sondern auch Bruce Dern und andere Gaststars machen ihre Sache wirklich gut und der Film lohnt sich. Ich habe ihn jetzt eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich freue mich darauf, ihn nochmal wieder aufzufrischen, denn ich habe ihn auch, das scheint irgendwie heute in den Pickups ein Thema zu sein, auf VHS ursprünglich besessen und ihn jetzt erst als Blu-ray in die Finger gekriegt. Ich habe mal Gerüchte gehört, dass da auch Mediabook erscheinen soll, habe ich noch nichts von gesehen. Und weil die Scheibe hier sehr günstig war, habe ich mir die erstmal angeschafft. Vielleicht habe ich das Mediabook auch wieder mal verpasst. Nicht so schlimm, Hauptsache ich habe den Film erstmal auf Blu-ray und kann ihn auffrischen. Und das werde ich auch gerne tun, denn es ist einer von diesen Filmen, die man, ja, wenn man jünger ist, sieht. Ich war relativ jung, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war nicht so mega begeistert. Und das ist so ein Film, den man, wenn man älter ist, wieder sieht und ihn wirklich mehr als das gutieren kann, was er ist, weil er so viel Satire und so viel kleine Anspielungen enthält, die man vielleicht beim ersten Mal sehen gar nicht so mitbekommen hat. Also definitiv eine schöne Addition für mein Komödienregal, The Birds von Joe Dante. Ein kleiner, aber feiner, ich sag mal Teenie-Gruselfilm, so könnte man ihn vielleicht bezeichnen, ist Der Hexenclub, auf Englisch The Craft. Der ist von 1998 und es geht um vier Mädchen, die tatsächlich mit dem Hexenwerk experimentieren und ihre Anführerin, dargestellt von Feruza Balk, die man nicht nur aus American History kennt, sondern die auch damals 1985 in Return to Oz die kleine Dorothy gespielt hat und hier definitiv nichts mehr von unschuldigen Mädchen verkörpert. Die ist also diejenige, die sich mit den dunklen Mächten besonders stark einlässt und von der Hauptheldin, dargestellt von Robin Tunney, die ich da allerdings auch nicht in anderen vielen Filmen gesehen habe, quasi gestoppt werden muss. Was diesen Film interessant macht, ist, ja, ich weiß nicht genau, also für mich ist es so ein bisschen wie eine Blaupause für die Fernsehserie Charmed, obwohl der Film natürlich einen völlig anderen Ton hat. Und ich habe ihn tatsächlich auch damals im Kino gesehen und irgendwie gemocht. Er hat natürlich viele dieser Teenie-Horror-Tropes und er ist auch nicht wirklich hart, er ist eigentlich mehr atmosphärisch. War für mich aber okay. Ich hatte durchaus Spaß mit dem ganzen. Feruza Balk liefert eine ja, sehr bedrohliche und sehr gruselige und gleichzeitig auch sehr witzige Performance ab. Diese ganze Teenage-Angst-Geschichte, wie entwickeln wir uns, wie finden wir unseren Platz in der Gesellschaft, wird natürlich auch thematisiert und mit dem Hexenwerk verbunden. Ob das eine authentische Repräsentation der Wicca-Thematik ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber der Film macht Spaß, weil er so auf dieser spaßigen Teenie-Grusel, ich sage jetzt nicht Horror, aber Teenie-Grusel-Schiene rangiert. Und irgendwie habe ich einen Softspot für den Film, weil er mich eigentlich immer gut unterhalten hat. Und so sehr, dass ich tatsächlich auch die normale DVD, die ich besaß, jetzt mit einer Blu-ray abgedatet habe und dachte mir, ach, das lohnt sich eigentlich, kann man den Film nochmal in hoher Auflösung schauen. Außerdem habe ich vor kurzem erfahren, dass es wohl ein Remake geben soll. Und zwar hat Sony damals jetzt vor kurzem angekündigt, sie wollten den Film, quote, fortführen, aber es scheint wohl nochmal dieselbe Geschichte mit anderen Charakteren zu sein, also müsste man es wahrscheinlich eher ein Remake nennen. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit zu sagen, hey, ich frisch den Film nochmal in hoher Auflösung auf, bevor das Remake voraussichtlich dann kommt und schaue mal, wie sich das Ganze so verhält. Nicht der beste Film aller Zeiten, aber wie ich finde, doch sehr unterhaltsam und deswegen definitiv einen Platz in meinem Horrorregal wert. Wir kommen zum letzten Pick-up-Titel für heute, bevor es nächste Woche mit Teil 2 weitergeht. Am Schluss habe ich jetzt nochmal ein schönes Mediabook. Das habe ich tatsächlich das erste Mal in einem Video meines geschätzten Kollegen Michael Speyer gesehen, der das Mediabook von The Skeleton Key vorgestellt hat. Auf Deutsch Der verbotene Schlüssel mit Kate Hudson, John Hurt und Gina Rowlands in den Hauptrollen. Es spielt im sumpfigen Süden der USA und es dreht sich um Voodoo und Hoodoo und John Hurt spielt eine großartige Rolle, in der er quasi kaum sprechen kann. Ich habe den Film schon mal vorgestellt in einem meiner Horror- bzw. Halloween-Videos und möchte deswegen jetzt nicht die Handlung nochmal komplett aufdröseln. Dafür verweise ich auf das Video, in dem ich ihn schon vorgestellt habe. Aber was ich erzählen möchte ist, wie schön gelungen ich das Mediabook finde. Denn das Mediabook dieses Films ist definitiv hübsch. Es ist tatsächlich auch limitiert. Das hier, ich halte es mal kurz in die Kamera, ist tatsächlich Nummer 207. Ich hoffe, das kann man halbwegs erkennen. Wenn nicht, vertraut mir einfach.
Und ja, ich habe das bestellt bei Amazon in dem Moment, als es rauskam. Habe so ein bisschen auf der Lauer gelegen, weil ich durch den guten Michael Speyer schon vorgewarnt war, dass es kommen würde. Und tatsächlich 2 Tage, nachdem ich es bestellt hatte, es ist tatsächlich jetzt auch das Cover B, wo man das Haus sieht. Das Cover A war bereits vergriffen, als ich da war. Es ging schnell weg. Aber auch diese Version war nach 2 Tagen, als ich es auf Amazon bestellt hatte, tatsächlich ausverkauft. Ich bin also froh, dass ich noch rangekommen bin, weil ich wirklich den Film gern mag. Ich finde, dass er auch ein bisschen unterschätzt wird. Ich finde ihn wirklich sehr gelungen und sehr atmosphärisch. Und das Megabook ist natürlich auch schön geworden. Wir haben hier ein schönes Hintergrundbild. Wir haben hier natürlich die Blu-ray und hier die DVD. Hier haben wir natürlich das Booklet, das, wie es in den guten Megabooks auch der Fall ist, einen interessanten Artikel enthält über die Machart des Films, über die Schauspieler und über die verwendeten Stilmittel. Also definitiv eine schöne Edition, ein schönes Megabook, das in meinem Horrorregal jetzt auch einen Platz bekommen hat. Und ja, das ist eine Version, über die ich sehr glücklich bin, zumal ich den Film ja vorher nicht mal auf Blu-ray, sondern wirklich nur auf normaler DVD besaß. Insofern eine sinnvolle Erweiterung, die natürlich in dieser Form mir sehr willkommen ist. Denn in letzter Zeit habe ich doch ein bisschen, vor allem bei Filmen, die mir sehr am Herzen liegen, eine gewisse Schwäche für Mediabooks entwickelt. Ich muss es zugestehen. So, und mit The Skeleton Key, der verbotene Schlüssel, habe ich jetzt auch erstmal den letzten Titel für dieses Pickup-Video vorgestellt. Das war's für heute mit Teil 1 der Pickups und ich hoffe, es hat gefallen und war unterhaltsam und nächste Woche geht's dann weiter mit Teil 2, unter anderem mit diesem Film. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Movie Seeker sagen hören wollen. Keep seeking?